Das Geschäft muss innerhalb der nächsten 48 Stunden abgewickelt werden. Oder ich steige aus. Das lässt sich machen. Aber mein Auftraggeber möchte einige Steine sehen, bevor er eine Entscheidung trifft. Gut. Suchen Sie sich zwei aus. Der Rest der Ware ist von der gleichen Qualität. Und 2 Millionen Dollar in kleinen Scheinen, klar? Ja. Also dann bis morgen. Achtung, Frau Harriet Colby, gebucht nach London, wird umgehend zum Ausgang A70 gebeten. Mrs. Harriet Colby, booked to London, is requested to proceed to gate A70 immediately. Hat mir gesagt, dass Sie heute. Ja, ich habe leider die 1915-Maschine verpasst. Mein Wagen hat plötzlich gestreikt. Ich muss aber ganz dringend nach London. Und da habe ich mir gedacht, dass Sie mir vielleicht helfen können. Herzlich gerne, aber jetzt noch nach London, das wird nicht ganz einfach sein. Ich muss erst den Slot beantragen, dann muss ich die Maschine startklar machen. Sie schaffen das bestimmt, Charlie. Sie wissen doch, wie gerne ich mit Ihnen fliege. Und morgen früh sind wir wieder zurück. Also gut, ich will es versuchen, aber versprechen kann ich nichts. Treffen uns dann in einer Stunde am Gate 34. Danke. Sie werden es sicher nicht bereuen. Ich setze mich inzwischen in die Bar. Ach, Charlie. Könnten Sie vielleicht schon mal meine Reisetasche mitnehmen? Ja, ja, gerne, wenn da keine Schmuggelware drin ist. Also bis gleich. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich viele Feinde? Feinde? Ja, Typen, die mit Messern rumlaufen, andere Leute bedrohen. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ja, vergessen Sie, es ist nicht so wichtig. Papa Alpha 44, IFR, Night to London, Gatwick. Request Taxi. Clip. Danke, Charlie. Es war ein wunderbarer Flug. Ich hoffe, dass es dir nicht leid tut. Oh, ich denke gar nicht dran. Hast du das Gesicht vom Portier gesehen, als ich sagte, ich sei nicht Frau Kapitzky und du nicht Herr Colby? Er hätte beinahe seine englische Haltung verloren. Nu, was will denn der hier? Morgen, Bonn. Das ist das reinste Empfangskomitee, wa? Fehlt bloß noch der rote Teppich und die Blasmusik. Ihre Witze werden Ihnen gleich vergehen. Frau Colby, Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, Diamanten zu schmuggeln. Los, durchsucht Sie. Das geht ja nur wirklich ein bisschen zu weit, Bonn, ja? Sie können ja hier nicht Ihren Bürofrust austoben. Reg dich nicht auf, Charlie. Ist schon in Ordnung. Bitte folgen Sie der Beamten. Und keine Schlampereien. Wir sprechen uns noch. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Würden Sie mich bitte zum Parkplatz bringen? Ich bin zwar nicht Kommissar, aber steigen Sie ein. Nochmals danke, Charlie. Und vergiss nicht, ich erwarte dich heute Nachmittag im Hotel.